Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Heute mal etwas Kritisches auf Konto meiner Freunde der Atheisten, die immer so vorschnell dabei sind, uns Agnostiker zu belächeln. Richard Dawkins ist ein berühmter britischer Biologe, Sachbuchautor und eine schillernde Internetpersönlichkeit. 1996 veröffentlichte er das Kultbuch The Selfish Gene, deutsch das egoistische Gen. Ein spannendes Buch, das, und das muss man an dieser Stelle sagen, zu oft aus der gänzlich falschen Richtung angegriffen wird. Die meisten Kritiker arbeiten sich an dem vollkommen missverständlichen Titel ab, ohne jemals das Buch gelesen zu haben. Aus dem Titel und dem Buchklappentext deduzieren sie, das Buch sei ein Angriff auf die Menschlichkeit und relativiert unsere Fähigkeit zum Altruismus. Doch genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Dawkins ist gut, wenn es um Ideen und Überlegungen geht, die tief in der Biologie und der Verhaltensforschung stattfinden. Doch Ende der 90er fand der Oxford-Professor eine gänzlich neue Berufung. Seine Bücher hießen plötzlich Die Schöpfungslüge und Der Gotteswahn. Zusammen mit Daniel Dennett, Sam Harris und Christopher Hitchens wurde er einer der vier Reiter des neuen Atheismus. Der Feldzug gegen die Gottesgläubigen wurde ausgerufen und auf diesem Pfad befindet sich Richard Dawkins immer noch. Er ist eine Internetpersönlichkeit geworden, nimmt an öffentlichen Debatten teil, Podiumsdiskussionen und schlägt sich wacker mit Theologen, Dekanen und Kreationisten. Diese Begegnungen haben natürlich nur eine Funktion: polarisieren, polarisieren, polarisieren. Als Agnostiker kann ich vielen Sachen, die Dawkins da erzählt, etwas abgewinnen. Der Mann ist ein brillanter Kopf und ein hervorragender Redner. Doch manchmal fällt auch auf, dass er wie eine Art Don Quixote gegen ein Gottesbild kämpft, das nur noch wenige Leute überhaupt vertreten. Dawkins projiziert auf die Menschen ein Glaubenssystem, das kaum jemand noch für sich beansprucht. Den blinden Glauben an einen anthropomorphen Gott, dessen Gesicht eines Tages aus den Wolken treten wird. Und nach diesem Kriterium sucht sich Dawkins auch seine Gegner aus. So fällt doch manchmal auf, dass er kein Philosoph ist und dennoch seit 20 Jahren einen Pfad verfolgt, auf dem ein waschechter Philosoph eine deutlich bessere Figur machen würde. Und versteht mich nicht falsch, in vielerlei Hinsicht finde ich die Vorgehensweise von Dennett, Harris oder Dawkins durchaus wichtig. Sie sind die Antwort auf die Rückkehr einer wissenschaftsfeindlichen Religion, die jetzt vielerorts wieder auftaucht und folkloristischen, abergläubischen Unsinn in den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens stellen möchte. Die Rede ist natürlich von einem usurpatorischen Islam und vom amerikanischen Kreationismus und dem pseudowissenschaftlichen Intelligent Design. Gar nicht zu sprechen von all den eso-kitschigen Produktschacherern, über die ich mich bereits an anderer Stelle deutlich ausgelassen habe. Die Ausbreitungsversuche der Wahhabiten und der radikalen Moslems, aber auch die Infiltrationsversuche des Schulwesens durch verrückte, lächerliche Gestalten wie die Kreationisten, stellen ein Problem dar. Und die vier Reiter des neuen Atheismus erscheinen mir wie bissige Bluthunde, die wir da entfesselt haben, damit sie den neuen religiösen Wirrköpfen begegnen. So weit, so gut. Aber wird es jemals möglich sein, solche Bluthunde wieder einzusammeln, oder werden sie bis an ihr Lebensende alles und jeden beißen, der auch nur ansatzweise nach Religion oder Glaube aussieht? Ich habe mindestens 20 Podiumsschlachten angeschaut, die Richard Dawkins ausgefochten hatte. Und hierbei fiel mir eine Sache auf, die mich ein wenig entsetzt. Ich spreche von der Vereinnahmung von Albert Einstein als einen Atheisten. I mean, many people, for example, think that Einstein, who must be one of the most intelligent people who's ever lived, was religious, and of course he wasn't. But you'd think he was from listening to the language that he used, because he liked using the word God, he liked trotting out the word God, when all he meant was something like that which we don't understand, the deep problems of existence which we are still struggling to grasp. So when Einstein said something like, what I really want to know is, did God have a choice in designing the universe? What he meant was, is there more than one way for a universe to be? Or is there only one possible universe? Is the only way for a universe to be the way that it actually is? But he chose to use God language to the great glee of religious people who think that that shows that he was religious, and he wasn't. Similarly, when he said God doesn't play, or he said he doesn't play dice, meaning God, he meant he didn't believe in Heisenberg's indeterminacy principle. It didn't mean he believed in God. And he also wrote very specifically that he didn't later. He did.
Ich bin ja einer dieser Einstein-Verehrer. Von allen Forschern, Denkern und Wissenschaftlern, die mich fesseln, faszinieren und beschäftigen, ist der meine Nummer eins. Umso erstaunter war ich, als ich festgestellt habe, dass Professor Dawkins seit Jahren um die Welt fährt und überall den Leuten zu erklären versucht, Einstein sei ein missverstandener Atheist. Er habe zwar ständig, vor allem in deutscher Sprache, den etwas volkstümlichen Ausdruck der liebe Gott verwendet, bekannt auch aus den ganz berühmten Einstein-Zitaten wie eben der liebe Gott würfelt nicht als Antwort auf die Interpretationen der Quantenmechaniker oder natürlich die mehr als nur einmal ausgesprochene Phrase ich möchte die Gedanken Gottes kennen, hier als Metapher für Einsteins Bedürfnis, die Gesamtheit einer kosmologischen Beschreibung der Welt zu kennen. Die alles vereinheitlichende Theorie. Eine wissenschaftliche Suche, die bekanntermaßen bis heute andauert. Dawkins schlussfolgert allein aus der Tatsache, dass es sich hier um Albert Einstein handelt, also einen Mann, der die meiste Zeit bemüht war, sich bildlich eine gekrümmte vierdimensionale Raumzeit vorzustellen, dass Einstein natürlich nur eine folkloristische Sprachhülse verwendet und nicht wirklich glaube, es gäbe einen Gott. Das aber ist unzureichend recherchierter Unsinn. Das Problem ist, dass Richard Dawkins zwar Details über das Leben von Charles Darwin, der Biologe war, zitieren kann, über Albert Einstein, einen Physiker, weiß er weniger, als in dessen Wikipedia-Eintrag steht. Sonst wäre ihm aufgefallen, dass Einstein sich dutzende und dutzende Male zur Religion und zu seinem Verhältnis zu Gott geäußert hatte. Es gab zu Lebzeiten von Albert Einstein mehrere Versuche, ihn öffentlich für religiöse Themen zu vereinnahmen, insbesondere für das Judentum. Das ärgerte den Physiker und so gibt es von ihm Formulierungen wie aus diesem Brief von 1954, der einen etwas altzornigen Einstein präsentiert. Der Physiker schreibt: Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden. Als ihm aber ein New Yorker Rabbiner das folgende Telegramm schreibt: Glauben Sie an Gott, stop, bezahle Antwort, 50 Worte, stop, antwortet Einstein ebenfalls per Telegramm: Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der Harmonie des Seienden offenbart, stop, nicht an einen Gott, der sich mit Schicksalen und Handlungen der Menschen abgibt. In einem Antwortbrief an einen Schüler schreibt Einstein: Und dann gibt es dann noch diese fanatischen Atheisten, deren Intoleranz von derselben Art ist wie die Intoleranz der religiösen Fanatiker und auch von selber Herkunft. Sie sind wie Sklaven, die immer noch die Schwere ihrer Ketten spüren, die sie bereits nach einem harten Kampf abgeworfen hatten. Sie sind Kreaturen, die in ihrem Zorn auf das übliche Opium fürs Volk es nicht ertragen können, die sphärische Musik zu hören. Klingt fast, als hätte er über Richard Dawkins und Sam Harris gesprochen. Ist das wirklich jemand, den Richard Dawkins als Kronzeugen seines atheistischen Feldzugs heraufbeschwören möchte? Das Problem liegt woanders. Richard Dawkins ist es gewohnt, ständig nur mit irgendwelchen schrulligen Holzköpfen in den Ring zu steigen. Ich bin ziemlich sicher, dass er sich seit Jahren nicht mehr auf Streitgespräche vorbereitet. Das hat er ja nicht nötig, er ist schließlich Richard Dawkins und seine Gegner sind kreationistische, abergläubische Spinner, die glauben, die Welt sei vor 4000 Jahren entstanden. Mit einem toughen, gläubigen Gegner, wie zum Beispiel Rupert Sheldrake, würde er sich nicht öffentlich anlegen. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Hier können wir aber festhalten. Albert Einstein interessierte sich nicht für Religionen und fand sie lästig und nicht selten dumm. Ein anthropomorphes Gottesbild war ihm freilich fremd. Er war schließlich moderner Kosmologe. Er hatte berechtigte Zweifel, ob man sich dem Gottesbegriff überhaupt intellektuell nähern kann, außer durch die außerordentlich schweren geistigen Prozesse eines Spinoza. Einfach mal Ethik von Spinoza aufschlagen und ein paar Seiten lesen, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Und schließlich, Albert Einstein war kein Atheist, er war, so sieht es doch sehr deutlich aus, ein Agnostiker. Er hätte sich aber verwahrt, so genannt zu werden. Denn was viel wichtiger ist, Einstein interessierte das alles nicht. Ihn interessierte nur eine Sache und das ist Kosmologie und theoretische Physik. Einem Richard Dawkins hätte er allerdings was gehustet. Und für alle anderen sage ich, sei neugierig, lies Bücher, lasse dich nicht polarisieren. Bis zum nächsten Mal.